Hallo alle miteinander und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von unserem Dead Hungry Diner. Das erinnert mich an eines meiner Lieblingsbücher, Dinner des Grauens. Solltet ihr mal lesen, sehr amüsant. Hat die Produktbeschreibung, oder wenn man von Büchern als Produktbeschreibung nennen kann, eine Mischung aus Quentin Tarantino und der Muppet Show. Aber wir wollen mal weiter. Wir sind immer noch in der Kirche. Wir versuchen immer noch, Wanda zu entkommen. Und versuchen immer noch, unsere Zombies, nicht nur die Zombies, sondern unsere Monster satt zu kriegen. Und mal sehen, was jetzt auf uns wartet. Zu ruhig. Heute Abend scheint es sehr ruhig zu sein. Zu ruhig. Denkt daran, Vampire und Werwölfe getrennt zu halten. Das hat irgendwie was Paradoxes, wenn der Titel zu ruhig sein, zu ruhig heißt und man trotzdem von Vampiren und Werwölfen nebeneinander spricht. Sehr paradox. Wen haben wir denn da? Ja, Shady, ich weiß, ich habe kein Geld zum Kaufen. Wen haben wir jetzt so? Werwolf dahin. So, schön beide in getrennte Ecken. Und ja, ich kann leider immer nur zwei Eimer auf einmal tragen. Oh, die waren zuerst. Auch wenn ihr euch in den Schwanz beißt. So, sind die auch schneller wieder weg. So, wer kommt als nächstes? So, und geht wieder los. So. Ein Werwolf und ein Vampir. Klingt irgendwie wie der Beginn von einem merkwürdigen Witz. Ein Vampir und ein Zombie gehen. Ein Vampir und ein Werwolf gehen in ein Restaurant. Na, dich dahin, dich setzen wir nach da, dann können wir euch noch da setzen. Ja, der kann auch eine Runde aussetzen. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, das Skelett ist nicht schnell genug fertig mit Essen, bevor die Werwölfe nicht zu essen haben. Sonst könnte das sehr unangenehm werden. So, genau. Lass die Werwölfe erstmal essen, bevor das Skelett abhaut. Sonst hauen die sich auf die Glocke. So, weg mit euch, Werwölfen. So, ja, bitteschön. Ja, dann bestell mal hier. So, da hast du deine Hirnsuppe. Oh, okay. Oh, schon vorbei?
Ja. Da war die Nacht aber schnell vorbei. Und natürlich schon wieder keine 3 Sterne. Aber wer weiß. Vielleicht in der nächsten Runde. Geschwindigkeit. Ich bin da überhaupt nicht schnell. Geschwindigkeit ist ein Fremdwort. Das war die Ruhe vor dem Sturm. Oi. Heute Nacht sind die Monster sehr hungrig. Wir werden vollkommen erledigt sein. Ah, super. Mal sehen, was auf uns zukommt hier. Ja, Shady, ich habe immer noch nicht genug Geld. Oh nein, schau, Gabriel, es gibt keine Möglichkeit, die wütenden Zombies rechtzeitig an einen Tisch zu setzen. Du hast recht, Gabriel, nicht jetzt, wo die Werwölfe bereits sitzen. Was machst du, Gabriel? Vertrau mir, einfach konzentrieren. Worauf? Schnelligkeit. Wir haben es geschafft. Gabriela, schau. Wenn wir einen Geschwindigkeitsschub brauchen, müssen wir einfach den Zauber aktivieren. Ich weiß, wie wir das schaffen. Warte, bis die Werwölfe bereit sind zu bestellen und dann nutze die Geschwindigkeitszauber. Oh Mann. Davon werden die Zombies aber auch nicht fröhlich. Ja. Zwei, zwei. Eins, eins, eins. So. Mal, dass wir euch so gut wie möglich voneinander getrennt verteilen. So, ihr kommt da hin, ihr kommt in die Ecke. So und so. So. So, nicht sauer werden, ihr werdet gleich bedient. So, seht ihr? So, schon sind die Tische frei und ihr könnt euch pflanzen. So, ihr geht dahin. So. Weg, weg, da, Platz. So, ab nach hinten. So, hier geht's dahin, du gehst dahin, so. Ah ja, immer mit der Ruhe hier. Dann geht's ganz schon mal. So, ab nach hinten, du gehst noch da. Flitzier, Flitzer, Flitzier, Flitzer. Uhu. Hui, 3 Sterne.
Endlich mal. Mal wieder. Na, mal sehen, was der nächste Abend so für uns bereithält. Frankie? Wo ist Frankie geblieben? Wie konnte er uns einfach so im Stich lassen? Wir sind ganz auf uns alleine gestellt. Denk daran, alle Zauber zu nutzen. Ui. Na toll, hoffentlich dauert Wanda nicht auf. Nehmen wir mal unsere Schnelligkeit dazu. Frankie lässt Geschenk für Kinder hier. Gut. Wohin gehst du, Frankie? Frankie muss nach hübscher Dame suchen. Du magst sie ja wirklich gerne, Frankie. Aber warum musst du sie finden? Sie hat irgendwas vor. Frankie muss herauszufinden, was sie vorhat. Frankie muss sehen, ob er sie aufhalten kann. Gut? Schau, Frankie gibt einen neuen Zauberspruch. Jetzt können Kinder Tische gleicher Größe tauschen. Gut? Wie kann ich diesen Spruch benutzen? Zuerst wähle den Zauber aus und wähle diesen Tisch aus. Dann diesen Tisch. Tische müssen gleich groß sein. Tu dies, dann wird kein Kampf passieren. Gut? Kinder, seid vorsichtig. Frankie ist nicht hier, um zu beschützen. Wir sehen uns, Mona. Gut? Wenn wir tun, was Frankie gesagt hat, können wir einen Kampf vermeiden. Lass es uns versuchen. Na, dann wollen wir mal. Tisch hier, Tisch da und weg. Schön schnell essen, nicht wütend da werden und schnell wieder verschwinden. Dann wollen wir mal. Da scheint ja nur alles Werwölfe zu sein gerade. Werwolf, 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 Werwolf. Werwolf, Werwolf, Werwolf. So, Flitz, Flitz, Flitz. Schnell wie der Wind. So. Schon sind alle wieder raus. Machen wir den mit dem. Dann kann man die da hinpflanzen, so die Werwolf-Ecke. So, was kommt jetzt? Kommt keiner mehr? Schwierig, du gehst nach hinten. Du dahin und du dahin. So. Schneller. So. Uiuiuiui. So,
du gehst nach da. Dann gehst du nach da, du gehst nach da. Nein, du gehst nicht da, du gehst nach hinten. So, du gehst nach da, so. So. Machen wir hier das Skelett hin, dann könnt ihr. Von mir aus nämlich noch Vampire rein. So. Oh je. Ja, ja. Schnell die Vampire abfertigen. So. Ui, ui. Da kommt man ja selber ganz außer Atem, wenn man da nur hinguckt, vom Hin- und Her-Flitzen. Müsste man echt machen, die ganze Strecke nur dauernd hin- und her laufen, dauernd die ganze Zeit hin- und her rufen und laut die ganze Zeit rufen, buhu. Entweder man kriegt einen Handfall oder wirklich... Oder... Und verhaftet. Okay. Dann bedanke ich mich euch auch wieder fürs heutige Zuschauen. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt, wieder hungrige Monster zu füttern im Dead Hungry Diner.